Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue Lifestyle. Heute gibt's Hühnerschenkel mit einer Senf-Honig-Marinade, ein bisschen Rub drüber und sie sehen fantastisch aus. Und jetzt, wie ich das gerade gemacht habe, seht ihr heute. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Wenn euch das Rezept inspiriert, solltet ihr es unbedingt bis zum Schluss schauen. Bist du noch kein Abonnent dieses Kanals, klicke gerne unten auf Abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, so verpasst du auch keine Folge mehr. Starten wir hier gleich durch mit den Zutaten. Wir haben Hühnerschenkel mit Unter- und Oberkeule dran. Wir haben einen Rub nach Wahl, nehmt da was euch schmeckt. 5 Esslöffel süßen Senf. Für Weißwürste normalen Senf, ein bisschen Honig und ein Getränk. Und dann starten wir gleich durch und würzen die mal gut. Für alle, die Hühnchen- und Schneidebretter-Probleme haben, ich nehme immer die Unterseite für Hühnchen, so seid ihr auf der sicheren Seite. Und von mir aus passiert auch nicht viel. Ich hatte da noch nie Probleme. Wir schneiden uns die zu. Überschüssige Haut weg. Macht das wie ihr wollt, wie es euch am besten passt. Ich mag die labbrige Haut nicht. Schneide ich runter. Nehmen wir uns den Senf. Es sind 5 Esslöffel vom normalen süßen Weißwurstsenf drin. Dann gebe ich noch mal 3 normalen Senf dazu. Wer es nicht noch süßer möchte, lässt den Honig weg. Ich gebe da immer noch für die Kids gerne 2 Esslöffel Honig rein. Das Ganze gut durchmengen. Nehmen wir uns die Hühnchen, ziehen uns die Haut nach innen, dass wir den Geschmack von der Marinade rankriegen. Dann pinseln wir die schön ein. Und ziehen uns die Haut wieder über die ganze Keule. Dann den Rest.
Ansonsten ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, zwei weitere Folgen und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill, Barbecue and Lifestyle.